Hallöchen, ihr Unfähigen, und willkommen zurück zu SkyQuest zusammen mit dem Mr. Unfähig Balui. Und dem Mr. Mega Unfähig Honeyboy. Hallo. Hallo. Und so. Ich war jetzt, letzte Folge dabei. Woher zur Hölle haben wir so viele Redstone? Kannst du mir das sagen? Gefarmt. Hab ich gefarmt. Wo? In der Hölle. Wie das? Wann? Moment, 7000 Redstone? Das ist ein bisschen viel. Ja, ach. Hast du da irgendeine Erklärung für? Wobei, wir hatten, glaube ich, 6 Stacks Dingens oder so. 6 Stacks Nether Redstone auch. Ja, stimmt. Wir hatten schon einiges, aber das... Moment, warte, ich rechne mal. Da kommen hier immer 24 raus, ne? 6 mal 64 mal 24. Ergibt 9000. Ja, kommt hin. Kommt hin. Ja. Okay. Und die Blöcke, die kommen halt unten durch Dingen. Moment, hast du gerade seriously... Warte mal. Was habe ich seriously? Für das Jetpack brauchen wir doch was Bestimmtes. Lass mich das mal ruhig machen hier in Ruhe. Machst du das bessere Jetpack? Nee, das können wir noch nicht. Wir haben die Fog-Quest noch nicht fertig. Aber da kommen wir gleich noch hin, denke ich mal. Okay. Was wollt ihr jetzt machen? Casting Table. So, jetzt haben wir hier die besseren Redstone-Leitungen, die wir aber jetzt nur für die Quest brauchen. Guck mal, unter Learning Sky Quest sind die Sachen fertig. Sprout haben wir noch ein bisschen. Und nimm dir mal den Culinary Generator, würde ich sagen. Den nehme ich zwar auch, aber was soll's. Kann ich jetzt hier weitermachen? Nein. Drinne müsste ja rein theoretisch. Guck mal, unter Learning Skyblock ist auf jeden Fall eine neue Quest fertig. Oh, ich habe eine Lei gekriegt, einen Kuchen. Kuchen bitte nicht mehr essen, ja? Ich habe den Tipp bekommen, dass der Culinary Generator mit einem Kuchen dran die höchste Stromversorgung ist, die es gibt. Es gibt nichts Krasseres. Okay. Hat mir der liebe Nodop verraten. Ist interessant, wusste ich nicht. So. Jetzt haben wir das erledigt, jetzt müssen wir nämlich nur noch so eine blöde Batterie bauen. Und zwar eine Feel-My-Power-Batterie. Eine Resonant-Flux-Kapazitator. Aua. Resonant. Wo ist er? Flux-Kapazitator. Dafür brauchen wir einen Redstone-Flux-Kapazitator, einen Hardness-Flux-Kapazitator, einen Lead-Stone-Kapazitator. Da. Au, mein Arm. Lead-Stone haben wir. Dein Arm. Mein Arm juckt. Jetzt brauchen wir das Hardness. Haben wir auch. Dann brauchen wir die... Diese goldene, haben wir dafür alles? Yes, wow, wir haben ja sogar wirklich alles. Außer das hier, wir haben kein Scheiße, ich wusste es. Wir haben kein Enderium-Shit. Enderium, ach ja, genau, das war Enderium. Haben wir gerade eine Vorlagescheibe hier? Pulverized Shiny, Pulverized Tin. Kacke, okay. Das war... Wie heißt das Zeug nochmal schnell? Platinum-Ohr, damit fangen wir mal an. Kann ihr irgendwie dafür sorgen, dass das Ding nicht weiterarbeitet? Welches? Das Ding brauchst du gar nicht powern. Welches Ding brauchst du nicht powern? Das musst du powern. Mann, hier das Gedöns hier. Was denn für ein Gedöns jetzt schon wieder? Ich will die von der Casting-Table, ich will die Vorlage haben. Ja, dann mach halt das, dann mach ihn halt aus seitlich. Wo ist der Pulverizer, den ich... Hier ist kein Pulverizer, den ich mal eben verwenden kann. Doch, da. Geht es? Ja, geht. Oh, wunderschön. Ah, ich brauche noch so ein Auslasser, die Gedönsteil. Tin, nein, Tin-Dust. Auslasser-Dingsteil, was? Ah, da haben wir noch. V-Set-Gedöns, wie das Ding hier heißt. So, haben wir Purized. Jetzt, da brauchen wir Enderperlen. Und eine Bucket, Bucket. Oh, ich brauche ja auch noch so ein Smelty-Drain. Nein, brauchst du nicht. Den habe ich, achso, den haben wir aber noch. Wollte ich sagen. Hier nicht. Doch, habe ich noch, weiß ich ganz genau. Ja, dann schmeiß mal rüber. Nee, den habe ich aber weggebaut, also muss der da drin sein. Wo? Weiß ich nicht, da irgendwo drin. Für Resonant Ender kommt von einer Perle, also 4, also wollen wir noch 1, 2, 3. So, dann haben wir den Eimer mit Zeug voll. Zip, zap, zap, zap.
Nein, jetzt kein Drain. Ich baue einfach ein. Wir haben genug von den Dingens. Und jetzt können wir nämlich dieses Shiny. Ne, wie heißt es denn? Enridium. Enridi. Scheiße. Was wollte ich denn nochmal bauen? Energy Cell wollte ich bauen. Diese krasse aus. Nein, auch nicht. Fluxkapazitator, Mann! So. Wusste ich doch. Das da. Und dafür brauchen wir dieses Enridium. Und um das herzustellen, brauchen wir dieses Zeug. Und um das herzustellen, brauchen wir dieses Zeug. Und das müssen wir jetzt alles haben. Yes! Cool. Aber was jetzt habe ich noch. Dann wundert, hab ich schon mal den ist, wir Scheiß haben kein Pyrotheum-Dust. Kann das sein? Das kann eigentlich nicht sein. Pyrotheum-Dust? Ja, das müssten wir eigentlich haben. Das macht die. Kommt beim Siften irgendwo raus. Habe ich mal gehört. Gesehen, meine ich. Hör mal auf, umzusiften hier, da, Louis. Nein, es kommt nicht. Wieso kommt es bei uns nicht raus? Hä? Wo gibt's das her? Pyrotheum-Dust. Wollt Nickel. Kannst du mal in den Pen gehen? Nein, kann ich gerade nicht. Musst du. Sulfur, Coal, Redstone, Kacke. Das muss ich craften. Ja, dann machen wir hinter da. Boah, ist das aufwendig. Wirklich? Und scheiß? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Monster. Oh nein, oh nein. Geh mal schnell schlafen. Geh mal schnell schlafen. Du bist neben dem Bett, du Arsch! Ja, ich hab was zu tun. Wir haben arbeiten hier. Sechs Inver-Ingots. Pyro. Dann versuchen wir mal, das zu craften, ob ich dafür alles da habe. Wahrhaftig, ich hab dafür alles da. Das wusste ich natürlich. Bei nein, halt, das ist ja immer dran. So, packen wir das in die Induktionsschmelze. Und müssten dann dieses Ender-Barren-Zeugs raus haben. Ich brauche nochmal Bronze oder was brauche ich für die Carsten-Ding? Das ist Bronze, was? Oder? Was willst du machen? Ich will gerade noch so eine Vorlage herstellen. War das nicht mit Bronze? Nee, mit Gold. Mit Gold, okay. Dafür musst du aber einen Barren haben, ne? Also einen Eisenbarren, den du hinlegst und dann einfach Gold drüber schütten. Dann hast du die Form. Brauche ich irgendein Ingot oder Eisen-Ingot? Bitte? Ich probiere das jetzt. Versuch's einfach. Geht, glaube ich, mit mehreren Ingots. Und wir müssten jetzt theoretisch den Fluxkapazitator. Nein, Creeper! Ey, macht doch keinen Schaden. Aber es nervt. Fluxkapazitator. Ah, zack. Theoretisch müsste es das jetzt. Nein, mir fehlt ein Pyrotheum. Nein! Gibt's doch gar nicht. So. Wenn es jetzt nicht reicht, ne, dann. Wir hatten schon. Nein. Wir hatten ja schon. Egal. So. Und das müsste jetzt die Quest theoretisch auch beendet haben, Manuel Submit. Oh, ein bisschen ja, Gold. So, Early, guck mal, es gibt jetzt Quest Rewards ohne Ende. Nimm mal bitte. Ja, boah, Moment, ich brauche einfach aus. Gold. Nehmen den Culinary Gedöns. Ja. Und eine Endothermic Pump, wo ich aber überhaupt keine Ahnung habe, was die macht. Ein Pumpgun? Nein, eine Endothermic Pump. Scheiße, das hat nicht gereicht. Wo ist eigentlich unsere Batterie? Wir haben nur eine Batterie. Das ist aber schwach. Da ist der Ausgang, 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 alles, Ausgang, alles, Ausgang. Tja, wo stelle ich denn hier noch eine Batterie dann? Wir können noch ein paar mehr Maschinen brauchen. Deswegen würde ich sagen, ich stelle die jetzt mal hier hin. Aua. Das hat nicht gereicht. Aua. Das schießt da ist den Controller ab hier. Warum? Ja, warte mal, wenn da noch Kleinzeugs drin ist, dann reiß ihn lieber ab. Warte, kann ich mal reingucken? Ja, wenn da Nuggets, wenn da Nuggets draufsteht, kannst du das nicht rausholen. Dann mach den Controller jetzt kaputt. Aber hol vorher das Zeug doch, da noch raus. Ich kann es rausholen und ich denke, nee, ich will noch eben eine. Nein, Nuggets kriegst du nicht raus. Nuggets kriegst du nicht raus. Doch, du kannst sie. Ja, nicht komplett raus, aber du kannst sie auch in den Kastentable machen, den Kastentable abreißen. Ja, aber du kannst einfach den Controller abreißen, dann ist doch alles weg. Darum geht's mir. Ich will aber eben trotzdem eine neue Vorlage bauen. Mhm. Damit ich hier immer noch irgendwas rausholen kann, wenn mal was ist. Wenn das Gold jetzt endlich mal hinmachen würde. Drei Stunden später. Oh, ich muss kurz da noch antworten. Hat er geschrieben. Montag kann Baloui leider nicht. Joe. Jawohl, Early. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt geh mal bitte auf Steel Power Flight. Guck
guck mal, du hast alle Quests, haben wir schon erledigt. Nimm mal bitte bei den verschiedenen Sachen. Bin noch nicht fertig. So. Jetzt ist ganz wichtig, dass du mir zuhörst, was du nehmen musst. Moment, was stand hier? Wir haben ein Thin Nugget in den Stahlschmelze. In der Stahlschmelze ist jetzt auch alles fertig. Glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Wir haben da ein Nugget drin. Ja, und ich brauche noch ein Gold, damit ich das aus der Schmelze rausholen kann. Ja, ein Thin Nugget ist da drin. Ja, mach ihn halt weg. Wie soll ich den wegmachen? So, das schmelzen wir ein und währenddessen gucke ich dann, was du jetzt wolltest. Warte, kurz was futtern. Ich habe nämlich Hunger. So. Wir haben einen Division-Siegel gekriegt, wie geil! Okay. Wo, oh, Steam Powered Fly? Oh, also, Steam Powered Fly, genau. Du gehst jetzt bitte bei 3 Miles Away, nimmst du bitte... Ich weiß nicht, ich glaube, das Plutonium-Ingot. Nimm mal das bitte. Nicht das Uranium-Ohr? Nein, das habe ich schon genommen. Und dann bei Reactor Warm-Up nimmst du bitte das Iridium. Hast du? Mhm. Und bei Up, Up and Away, dann nimmst du bitte die Redstone Thruster. Und die gibst du mir. Und alles, was du gekriegt hast, gibst du mir. Und bei Steam Room? Da ist noch was, wo du noch nicht warst. Warte. Steam Room. Warte, Steam Room. Reactor Glass, Turbinenglas oder Rework. Da habe ich Turbinenglas genommen, nimm nur mal Reactor Glass. Und dann guck mal, in der Hauptstory, da gibt es auch noch Sachen. Unter Learnings to Skyblock. Da fehlen, da sind auch Quests fertig, die musst du auch noch alle abgeben. Viel mal Power. Viel mal Power. Dann nimmst du bitte, ich weiß nicht welchen Reaktor, ich habe die Culinary genommen. Nimm du einfach den Heated Redstone Generator. Nicht den High? Nein. Das nimmt dann Dalu, das kann ich mir merken. Und dann gib mir mal das ganze Zeug, was du da gekriegt hast. Bei Moving Power, was soll ich da nehmen? Dann nehme ich jetzt den High. Warte. Den High, Temperate. Dann haben wir alle drei einmal. Ja, nimm halt. Alter, wie viele Quests wir gerade gemacht haben. So, dann schmeiß mir mal deine ganzen Items zu, die du gekriegt hast. Ich möchte, die muss die durchsortieren, deswegen nicht einfach ins System reinpacken. Möchtest du meine Rüstung immer noch haben, Early? Ah, das sehe ich jetzt erst. Die Reward Bags, die haben Status. Ich habe ein Greater Bag, drei Greater Bags, ein Good und ein Epic Bag. Ja, ein Epic Bag, da ist richtig cooles Zeug drin. Soll ich den Hörtkanister benutzen? Ja, die kann, ja, kannst du einen anlegen. Wie anlegen? Oh, guck mal, im Menü, unter E, unter deiner Rüstung, da gibt es rechts so ein Kanister. Wenn du das da reinsetzt. Doch, du hast jetzt ein gelbes Herz mehr. Ah ja, Leute, jetzt sehe ich. Und jetzt gib mir mal die ganzen elektronischen Sachen, bitte. Alle. Und das Erzzeugs. Kiste. Ja, ich muss gerade kurz gucken. Wie hieß das? Jetpack. Ich will es dir da nur fertig bauen. Gib das mir die einfach. Nicht, ich mach dir das fertig. Ja, für den Reds und Jetpack brauchen wir den das Gedöns. Gib mir einfach, ich mach dir das fertig. Für den Reds und Thruster. Du blöde Kiste! Oh, ich hab wieder zum Fliegen eine Potion. Na, die will ich nicht. Du geil, hast die mir besser was, als Jetpack. Plutonium, Reacted Glass, hier ist den ganzen Rest. Ender Thermonic Pump, Energiezelle. Das war's. Gott, sehr schön. So. Ist die, geht mal her da. Jetzt machen wir nämlich das Jetpack der Superlative. Das Resonant. Nein, das können wir nicht. Na, aber egal, wir können das davor machen. Alle, wie viele Herzen wir hier haben. Ja, ne? Schon ein bisschen viel. Electrum, wir brauchen den Leather. Nein. Kacke. Okay. Okay. Alle, nochmal 6 Leben dazu. 96 Leben haben wir jetzt. So, und die Bags, die werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge öffnen, denn ich würde sagen, wir sind schon langsam am Ende angekommen. Es ist schon wieder soweit. Und dann werde ich in der nächsten Folge, da sollte ich auf jeden Fall vorbeischauen, denn da öffne ich die ganzen Reward-Bags und dann gucken wir mal, was wir hier rausbekommen. Ich würde sagen, ich öffne als erstes Good, dann die drei Greater und dann das Epic Reward-Bag. Ist so wie eine Case-Opening, das ist dann eigentlich wieder ganz interessant. Da würde ich auf jeden Fall, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut und ein Däumchen nach oben geht und auch beim Balui mal einen Blick wagt und da mal vorbeischaut bei dem Unfähigen. Ich gebe dir gleich unfähig aufs Maul. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.